Schließ mal einmal deine Augen und stell dir vor, du hättest hier an der Handinnenfläche und hier an der Handinnenfläche ein Magnet. Und bei der Zahl 3 zieht dieses Magnet die Hände langsam aufeinander zu. 1, 2, 3. Und wenn sich gleich die Hände berühren, merkst du, wie sich der ganze Körper immer mehr entspannen kann, wie du einfach loslassen kannst und schlaf tief und fest. Lass völlig los. Sink tief. Und du fühlst dich völlig wohl und entspannt. Und ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen, aber in dem Moment, wo du die Augen öffnest, hast du ein Problem. Du kannst nämlich das ABC nicht mehr aufsagen. Du fängst an, ABCDEFG, aber nach ein paar Buchstaben machst du Fehler. Du verwechselst Buchstaben, du bringst ganz falsche Buchstaben und du schaffst es nicht mehr, das ABC richtig auszusprechen. Denn immer wenn du einen Fehler machst, beginnst du von vorne. Also mal kommt ein falscher Buchstabe, mal ein ganz, ganz anderer, mal ganz, vergisst du ganze Blöcke. Und du bist hartnäckig, heißt also immer wenn du einen Fehler machst, fängst du von vorne an. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. Kannst du einmal in die Kamera kurz das ABC aufsagen? Das wäre super nett. Bitte. A, B, C, D. Ja, was kommt nach D? A, B, C, D. Hä? Willst du mich verarschen? Nö, ich sowieso nicht, aber du sollst es ja auch aufsagen. Komm nochmal, konzentrier dich. A, B, C, D. Das geht nicht. Ich gebe den Tipp E. Ja. Und danach? Das geht nicht. Aus welchem Bundesland kommst du nochmal? Bayern. Abitur gemacht? Hätte ich machen sollen. Oh, soll ja ganz gut sein in Bayern. Schade, wir hätten heute den Gegenbeweis liefern können. A, B, C, D. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, das wird noch ein witziger Abend heute werden. Ich habe da so ein Gefühl. Guck mal kurz, schlaf. Tiefer und tiefer. Lass völlig los. Und ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Wenn du die Augen öffnest, hast du aber ein Problem. Denn immer dann, wenn ich meinen Künstlernamen sage, nämlich Christo, rufst du ganz laut, der ist klasse. Du weißt gar nicht wieso, aber sobald ich den Namen Christo sage, rufst du reflexartig, der ist klasse. Und das kommt immer aus deinem Mund, wenn du meinen Namen hörst. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Setz dich einmal kurz hin. Ich muss mich dem Publikum noch kurz vorstellen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Christo. Der ist klasse. Danke. Und schön, dass ihr heute da seid. Ich werde euch ein bisschen was zum Thema Hypnose erzählen. Ich bin der Christo. Der ist absolut klasse. Dankeschön. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt mir die ruhig, so wahr mein Name Christo ist. Der ist klasse. Dankeschön. Das ist sehr nett. wusstest du, dass ich Christo heiße? Ja, der ist klasse. Ja, dankeschön. Sehr gut. Ich liebe diese Nummer, denn ich bin der Christo. Ja, das ist absolut klasse. Oh Mann! Das ist sehr hinterher peinlich, wenn sie es sieht. Dabei habe ich nur Christo gesagt. Ja, das ist klasse. Jetzt hör halt auf. Ich habe doch nur Christo gesagt. Ja, das ist klasse. Ich finde das jetzt nicht dramatisch, bin ich ganz ehrlich, denn ich bin ja der Christo. Ja, klasse. Ja. Völlig fertig mit den Nerven nach dem heutigen Aufnahmetag. Kommt nie wieder nach Köln. Schlaf. Tief und fest, fühle dich völlig wohl. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Bei 3 kannst du die Augen öffnen. Ich lege dir einmal dein Handy hier auf die Lehne. Bei 3 öffnest du die Augen und wenn du die Augen öffnest, kannst du die Augen öffnen, aber du hast ein Problem. Denn in dem Moment, wo du die Augen öffnest, bist du der festen Überzeugung, immer wenn ich deinen Namen sage, klingelt dein Handy.
Du gehst dran und am anderen Ende der Leitung ist jemand, der hat sich verwählt. Du lädst wieder auf. Sage ich wieder deinen Namen, klingelt wieder dein Handy, du gehst dran, aber am anderen Ende der Leitung ist wieder der gleiche Typ, der behauptet, er hat sich verwählt. Und das geht immer so weiter. Immer wenn ich deinen Namen sage, klingelt dein Handy und irgendwann nervt es dich tierisch, weil der Typ, der will dich doch verarschen, das ist doch ganz klar. Sowas geht gar nicht. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. Hey, du Sophie, kannst du mir mal einmal einen Gefallen tun? Sophie, hörst du was? Nee. Ja, geh ruhig dran, Sophie. Hallo? Nee, bin ich nicht. Nee, haben sie sich verwählt. Ja, tschüss. Hat sich verwählt? Ja, aber Sophie ist ja überhaupt nicht schlimm. Manchmal rufen ja Leute einfach so an, hallo? Ne? Ich arbeite nein. So. Nein, das bin ich nicht. Nee, tschüss. Das nervt. Wer ist denn das, Sophie? Ja, da ruft immer jemand an. Sophie, wer ruft dich denn da hallo? An? Hallo? Ja, nein. Jetzt reicht's aber. Nee, das ist die falsche Nummer. Tschüss. Sophie, wer ist denn das? Hallo? Nein, verdammt nochmal, das bin ich nicht. Tschüss. Wonach fragt ihr denn, Sophie? Nee, nein, es reicht jetzt. Schlaf tief und fest, du lässt völlig los, du singst noch. Ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Und wenn du die Augen öffnest, hast du ein Problem. Du bist nämlich der festen Überzeugung, der Stuhl, auf dem du sitzt, der ist glühend heiß. Der ist so heiß, dass du aufspringen musst, weil du dir sonst deinen Hintern verbrennen würdest. Ist kein Witz. Bei 3 öffnest du die Augen, aber in dem Moment, wo du die Augen öffnest, ist der Stuhl, auf dem du sitzt, glühend heiß. Der ist so heiß, dass du aufspringen musst, weil du dir sonst deinen Hintern verbrennen würdest. 1, 2, 3. Einmal Augen auf. Ist voll warm. Wer jetzt? Was jetzt? Ha? Ich oder der Stuhl? Der Stuhl Kleiner. Ist voll warm. Der Stuhl. Wie geht das jetzt in diesen Kitschfilm? Der ist echt warm geworden. Echt? Ja. Wollen wir tauschen? Ja. Also ich finde es jetzt eigentlich ganz angenehm. Nee, also es ist kein Witz. Wir haben hier Heizspiralen eingebaut. Wenn ich einmal schnippe, geht die hier an meinem Stuhl. Hä? Der wird uns auch warm. Wie geht es? Ganz gut. Nee, pass auf. Wir lassen den hier kalt. Ich setze mich hier wieder hin. Ich brauche immer ein bisschen Wärme. Ich werde alt. Da braucht man für die alten Knochen. Ist kein Witz, ist kalt. Also der geht erst an, wenn ich wieder schnippe. Also jetzt. Jetzt auch. Soll ich auslassen? Ja, bitte. Okay, also, wenn ich jetzt schnippe, bleibt er aus. Ehrenwort, weil du es bist. Setz dich ruhig. Ja, nochmal checken. Das ist verrückt, ne? Ja. Guck mal kurz. Schlaf. Tief. Und ich zähle jetzt gleich von 1 bis zur Zahl 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Aber wenn du die Augen öffnest, hast du ein Problem. Denn in dem Moment, wo sich deine Augen öffnen, bekommst du auf einmal einen richtig starken und sehr intensiven Lachanfall. In dem Moment, wo sich deine Augen öffnen, musst du einfach nur noch lachen. Du kannst nichts mehr dagegen machen. Das Lachen wird mit jedem Atemzug immer stärker, immer witziger. Und je mehr du versuchst aufzuhören zu lachen, umso intensiver wird das Lachen. Bei 3 öffnest du die Augen und du kannst nicht mehr aufhören zu lachen. 1, 2, 3. Genau jetzt. Und das Lachen wird blöderweise genau jetzt 30 Mal stärker, wenn ich dich an der Schulter berühre, immer 30 Mal intensiver. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Ja, das ist echt blöd. Und noch stärker. 300 Mal witziger. Ich kann auch schnippen, das hat den gleichen Effekt. Was ist los? 500 Mal witziger. 600 Mal witziger. Vor allen Dingen, immer wenn man versucht aufzuhören, wird das Ganze noch 3000 Mal stärker. Das ist gemein. Und du hast dir Sorgen gemacht, dass das nicht mehr klappen könnte? Ja, ich nicht. Du kannst auch mal versuchen aufzuhören zu lachen, das ist auch kein Problem. Es klappt zwar nicht. Ich kann nicht mehr. Wir haben gerade erst angefangen, Mensch. Soll ich dir helfen? Ja, versuch dich mal gerade hinzusetzen, auch wenn das Lachen noch 300 Mal witziger wird. Man beachte folgende Reaktion. Schlaf. Tief und fest. Du wirst immer ruhiger, die Gedanken verschwimmen sofort wieder. Ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei 3 kannst du die Augen öffnen. Wenn du die Augen öffnest, hast du aber ein Problem. Denn immer, wenn ich deine rechte Hand schüttel, kannst du nur noch stottern. Solange ich deine rechte Hand festhalte, musst du immer stottern. Lass ich los, kannst du völlig normal sprechen. Schüttel ich aber deine rechte Hand, musst du immer stottern, solange die Hand geschüttelt wird. 1, 2, 3, Augen einmal auf. Sag mal, du, ich habe mal eine spannende Frage an dich. Wie lange reitest du denn schon? Schon immer. Schon dein Leben lang? Ja, das ist gut. Und was macht dir am meisten Spaß beim Reiten? Beim
reiben. Ausreiten. Wie bitte? Ausreiten gehen. Achso, ja. Wie oft gehst du reiten in der Woche? 6-mal die Woche. 6-mal die Woche, boah, das ist sehr viel. Ja. Ist deine Schwester auch so reitbegeistert? Nee, das bist dann nur du mit dem Reiten. Ja. Wie viele Pferde hast du zu betreuen? Eins. Eins. Das reicht auch aus. Eins reicht. Ja. 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 Hä? Ja, was? Das ist voll verwirrend. Was? Naja, dass man doch nicht mehr reden kann. Naja, das kannst du ja schon, aber es klingt komisch. Ja. Guck, da meldet sich schon die Katze, das war die Nana. Du kamst aus, ist das Franken, wo du? Ja. Ja, das, ihr habt so schön, dieses, ihr sprecht das D immer so schön, reiten. So rede ich hoffentlich nicht. Kannst du noch mal reiten? So. Reiten. Ja, ja, ich find's so witzig. Ruhrpott, reiten. Läuft. Schlaf. Tief, ja, tief und fest, lass völlig los. Und du singst tiefer und die Gedanken verschwimmen.